Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Heute Spiel VSG Eitlinike gegen BFC Dynamo. 11. Spieltag, Regionalliga Nordost. Endstand 1:0 für die VSG Eitlinike. Wie immer unser Gästetrainer zuerst mit einem Statement zum Spiel, danach unser Heimtrainer. Insofern, Dennis, deine Worte zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch zur VSG und für dich, Semi. Ja, ich würde sagen, war ein rassiges Spiel. Ging auf und ab, vor allem am Ende nochmal. Wir hatten die bessere Anfangsphase, sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben gleich sehr gute Torchancen gehabt, haben die unglücklicherweise nicht genutzt, haben dann so ein bisschen den Faden verloren, leider Gottes, was uns natürlich nicht passieren sollte, ist uns aber passiert. Vor allem dann mit dem Elfmeter, der gegeben wurde, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Energie dann bei der VSG war, anstatt bei uns. Normalerweise würde ich es lieber sehen, dass wenn ein Elfmeter verschossen wird, dass so die Energielevel bei uns steigen und beim Gegner man so ein bisschen ins Loch fällt. Das war leider nicht der Fall. Da war es dann schon bis zur Halbzeit, dass wir mehr in unserer Hälfte waren, was wir eigentlich auch nicht wollten. Und dann nach der Halbzeitpause war es für mich eigentlich so, dass es dann ja nichts Richtiges so entstanden ist, keine klaren Tormöglichkeiten. Und dann kriegen wir nochmal einen Elfmeter gegen uns. Ja, für mich ganz, ganz schwierig. Man will ja immer nicht über Schiedsrichter sprechen und so weiter. Das ist halt für mich extrem unglücklich. Ich sag mal so, vielleicht wenn ich ein Statement mache und sage, dass ich einfach mal behaupte, dass wir in BFC-Kleidung niemals zwei Elfmeter bekommen würden, dann reicht es wahrscheinlich. Für mich ist unglücklich dann zu sagen, man verliert ein Spiel durch einen Elfmeter, wenn es dann hinten raus vielleicht auch noch einen für uns geben würde oder ein paar mehr Entscheidungen in unsere Richtung, dann fällt einem das ein bisschen leichter. Ist aber auch schon viel zu viel gesagt. Das Problem, was ich dann halt habe, ist immer dieses respektvolle Umgehen miteinander. Wenn es dann heißt, ja, hat ja vor dem Spiel schon angefangen. Ich dachte, ich höre nicht richtig, als der Assistent zu mir gesagt hat, wir brauchen uns nicht wundern, dass wir zwei Elfmeter gegen uns kriegen, wenn es vor dem Spiel schon anfängt. Und ich denke mir, ich weiß nicht, was vor dem Spiel angefangen hat. Ich habe mit keinem von denen gesprochen. Das ist dann extrem ärgerlich und man soll ja auch immer nicht sprechen und nicht machen und nicht tun. Aber irgendwann verliert man auch so ein bisschen die Lust, weil es geht ja auch wirklich darum, wir wollen ja Fußball spielen und der Mittelpunkt sollte eigentlich immer sein, die Mannschaften. Und ich denke, dass beide Mannschaften guten Fußball gespielt haben. Und das war, ja, ich würde sagen, Werbung für die Regionalliga. Für unsere Mannschaft geht es darum, wir müssen einfach zusehen, dass wir die Chancen, die wir haben, nutzen, weil wir spielen bei einem sehr, sehr guten Gegner, das wussten wir. Und die 2, 3, 4 Torchancen, die du hast, musst du einfach nutzen, gerade auch am Ende nochmal in der letzten, vorletzten Minute mit Stockinger. Das ist halt, den macht er normalerweise in Schlaf und da fängt er auf einmal an nachzudenken und irgendwie irgendwelche Fantasien zu entwickeln. Den kann er einfach ins Tor schieben, vor allem mit seiner Qualität, die er hat. Und so hat das Spiel eigentlich auch angefangen mit Joey, wo wir da außen durch sind mit der Riesentorschance und so hat es dann auch geendet. Aber wir müssen dann, wenn wir Spitzenspiele haben und gegen gute Mannschaften spielen, müssen wir unsere Chancen einfach nutzen. Ansonsten für euch viel Erfolg. Habt ihr auch einen guten Lauf. Jetzt 3 Punkte geholt, die wollten wir eigentlich haben. Wir werden weiter hart arbeiten und dann sehen wir uns zur Rückrunde wieder. Vielen Dank, Dennis. Semi, dein Statement zum Spiel? Ja, danke dir. Erstmal natürlich viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe, Dennis. Ich glaube, da gibt es relativ wenig mit reinzupacken. Das, was Dennis gesagt hat, kann ich eigentlich auf jeden Fall mit wiedergeben. Die Anfangsphase, die uns überhaupt nicht geschmeckt hat, wo BFC auf jeden Fall sehr, sehr schwungvoll gestartet ist, sehr dominant war, auch die klaren Chancen hat. Danach mussten wir halt ein bisschen umstellen. Ich glaube, das hat relativ gut gefruchtet, dass wir wieder in die Partie finden. Dann der Elfmeter, der verschossen wird, da bin ich bei ihm. Ich glaube, dass das nochmal Energien freigesetzt hat. Das war ganz gut. Ja, und erstmal ganz glücklich und natürlich aber auch froh, diese Endphase, die sehr dominant war, sehr, sehr viele Bälle, die in unseren 16er reinkommen, die wir wegverteidigen müssen, wo wir auf jeden Fall sehr, sehr leidenschaftlich sind, da sind wir auf jeden Fall froh drüber und wie gesagt, Berlin-Derby, das Einzige, was wahrscheinlich ein bisschen kritisch ist für ein Berlin-Derby, war der Boden auf jeden Fall nicht dem Niveau gewachsen, glaube ich. Ich glaube, wir hätten viel, viel mehr Spaß, wenn dieser Rasen besser wäre. Aber gut, das ist ein Thema, was über Jahre schon in unserer Stadt leider als problematisch immer wieder zu sehen ist. Vielen Dank für die Statements an beide Trainer. Gibt es Fragen aus der Runde? Ja, Christian Harling, Fußballwoche, Dennis Kutrick, dreimal jetzt schon gegen Altlinien gespielt, dreimal verloren diese Saison. Was passt da nicht in dieser Beziehung? Schauen wir mal, wir haben ja mindestens noch ein Spiel gegeneinander. Würde ich mal behaupten, dass wir da, dann bis dahin uns eine Idee haben einfallen lassen. Denke, dass es heute auch nochmal ein ganz anderes Spiel war. War eng. Bis jetzt waren eigentlich alle Spiele eng, würde ich sagen. Auch das klare, selbst das klare Ergebnis war eigentlich ein enges Spiel. Aber es ist halt so, VSG Klinik hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und macht's gut. Und dementsprechend muss man dann auch den Respekt beim Gegner zollen oder dem Gegner zollen. Und damit habe ich gar keine Probleme. Also sind eine sehr gute Mannschaft.
Ich werde daran arbeiten, aber wie gesagt, wir haben jetzt auch, spielen jetzt hier in einer Woche schon wieder gegen Lichtenberg. Im Pokal wird auch mal heißes Duell. Dann spielen wir gegen Lok Leipzig. Ich weiß nicht, was die heute gemacht haben, aber am Ende ist es, kommt Schlag auf Schlag und ich habe da keine Zeit, mich auf einzelne Vereine zu konzentrieren, wie da meine eigene Statistik aussieht, sondern wir müssen zusehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir ja, dynamischer werden, dann auch im letzten Drittel bessere Entscheidungen treffen und unsere Chancen nutzen und dann freue ich mich auf ein packendes Rückspiel bei uns im Sportforum. Vielen Dank. Weitere Fragen aus der Runde? Noch eine. Chris Rehr hätte ja vielleicht nochmal Energie geben können, aber war er noch nicht so weit heute? Oder auch noch den nicht gebracht? Ja, wir haben hin und her überlegt, aber ich tue mich wirklich immer schwer mit Spielern, wenn die noch nicht eine volle Woche trainiert haben, die einfach reinzuwerfen, weil das Risiko, dass er sich verletzt, ist mir dann einfach zu groß. Er wäre bereit gewesen, hätte sich sicherlich auch über einen Einsatz gefreut, aber ich wollte das Risiko nicht eingehen. Ich gebe ihm lieber nochmal eine volle Woche Training. Und dann wird er auch, ich sag mal, frisch sein fürs nächste Spiel. Weitere Fragen aus der Runde? Sehe ich soweit nicht. Dann vielen Dank an beide Trainer für die Pressekonferenz. Ja. Vielen Dank für alle Anwesenden. Und tschüss, Wochenende noch. Dankeschön.